So, in der Nacht hat der Regen aufgehört, beziehungsweise jetzt am Morgen. Und ich werde mal hier so ein bisschen umbauen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde meine ganzen Dinger von hier bedienen, von der Seite. Oder? Was meint ihr? Dann kann ich das also alles einen nach vorn ziehen hier. Mal gucken, das könnte dann weggekloppt werden. So. Das schieben wir einen nach vorn. Erde, Steine. Und bauen die ein bisschen näher zusammen. Oder wir bereiten sie schon so vor, dass wir dann nachher, genau das machen wir. Wir bereiten sie so vor, dass wir nachher ohne Probleme... Na, Sandstein wollte ich haben, genau. Dass wir nachher ohne Probleme... ja, einmal hier nach vorne so ein bisschen. Zack. Dass wir nachher ohne Probleme hier auch diese Dinger da anbringen können. Vielleicht. Ne? Mal sehen. Dazu müssten wir dann hier einmal so ein Dreierding erstmal hoch. Da kämen dann welche hin, dann würden also hier wieder, das muss ich mal machen, also hier ist jetzt Sand und Sandstein, das tun wir mal weg. Die Schilder kommen dann an die andere Seite dran. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. Haben wir denn, was haben wir denn hier? Ist alles voll, das ist natürlich schlecht. Also räumen wir erstmal alles um. Ja, Leute, das wird jetzt etwas langweilig hier. Ach, jetzt komme ich da gar nicht dran. Habe ich mir selber zugebaut, ist auch egal. Gebranntes, kommt nichts rein. Okay, jetzt, ich tue das alles erstmal da einfach mal so unsortiert alles rein hier. Weil ich jetzt den Platz doch brauche für Umbauten hier. Dann machen wir mal hier die Erde weg und die Steine weg. So. Und werden hier hochbauen. Dann kommt hier das Ding weg. Und kommt dafür hier dran. Upsa. Das sollte da dran. Das ist also unsere Sandtruhe. Im Prinzip ist das nur so ein bisschen Umbau. Also nichts Ernsthaftes. Ja, was kann ich denn noch so erzählen? Ich weiß gar nicht. Ich habe doch schon eine ganze Menge erzählt heute. Darüber, wie schön das hier ist. Selbst in der Schule. Freut euch, wenn ihr in der Schule seid. Ihr habt nachher dann irgendwann einen Beruf und dann ist das sicher auch nicht mehr so schön da. Ne? Ich muss immer klicken. Ich dachte, ich kann da so mit der gedrückten Maus rüberfahren. Geht aber nicht. So, die ist voll. Ach, da waren noch welche. Genau, 63. Und der noch.
Der kommt dahin. Nein. Der kommt dahin. So. Was war das jetzt? Das war Holz. Okay. Hat das also automatisch... Hallo liebe Leute, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession hier auf dem Kanal Wupper spielt. Und warum stehen wir heute hier in meinem Hochregallager? Nun, es ist während der letzten Aufnahme, während den letzten 6 Minuten von, wie heißt es, Fraps hackt ja das immer so alle 6 Minuten. Ab und fängt dann eine neue Datei an und irgendwann brach der Computer hier zusammen. Da ging gar nichts mehr und deswegen ist hier also ein ganz kleiner Teil des Let's Plays, nämlich hier die Umsortierung dieses ganzen des Lagers hier ist flöten gegangen. Und wie ihr seht, habe ich ein anderes Texture Pack mal genommen. Ihr wolltet ja immer, dass ich mal ein anderes Texture Pack nehme. Ich habe mich entschieden für das Texture Pack Regicraft. Und die Adresse findet ihr unten im Download-Bereich. Nein, in der Beschreibung. So, den Download findet ihr in der Beschreibung unter dem Video, wollte ich sagen. Und deswegen werde ich mich gleich mal sofort hinlegen. Man sieht, das ist alles ein bisschen anders hier, ne? Sieht alles etwas gewöhnungsbedürftig aus. Ich werde das mal testen hier. So. Ja, guten Morgen. Wie gesagt, ich habe halt erstmal schauen wir. Dieses ist auch ein bisschen anders hier. Wir sind dann die Optionen hier heute. Geräusche 100%, jawohl, Musik aus. Alles klar, wo ist denn der? Ah, da hinten, das ist der Schieber. Gut, das muss ich auch mal wissen. Schwierigkeitsgrad friedlich. Nein, wir wollen ja schwer haben. Fertig. Zurück zum Spiel. Okay. Folgestatistiken zurück zum Spiel. Jetzt habe ich vergessen zu synchronisieren. Mache ich das einfach während der Aufnahme. Ist ja egal. So. Ja, ihr seht, das Texture Pack hat auch durchsichtiges Glas. Das freut mich. Das hier sieht ein bisschen anders aus. Und auch der Boden sieht ein bisschen anders aus. Das sind also Holzbretter hier, ne? Holzdielen, Linoleum oder ne? Gell, Rex. Rex sieht noch genauso was wie vorher. Sonst würde ich ihn ja auch nicht wiedererkennen. So, was machen wir heute? Ich habe mir gedacht, na, geh runter. Hier ist auch ein rotes Tischdeckchen drauf, jawohl. So, ich drehe mal ein bisschen runter hier die Lautstärke von meinem Kopfhörer. Okay, ja, ich habe das alles umsortiert hier. Ich wollte ja, dass ich jetzt von hier dran gehe. Dann muss ich natürlich auch wahrscheinlich die ganzen Kisten irgendwie umsortieren, oder? Ich weiß es nicht. Weil ich jetzt hier von rechts nach links alles habe. Außerdem sind natürlich die Schilder ab, weil ich die Schilder von der Seite auch auf die Seite packen wollte. Ich kann mir das hoffentlich noch merken, was wo ist. Ihr müsst mir jetzt mal vertrauen. So, was machen wir heute? Heute hatte ich was ganz Besonderes vor. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich in einer Kopie die Schafe hochgebracht habe zum Beginn. Also ich will ja hier mein Landwirtschaftszentrum haben hier oben. Nehmen wir noch ein paar mehr. Und zu einem Landwirtschaftszentrum gehören natürlich auch die Tiere. Und
Da werden wir mal... was mache ich denn jetzt? Nein, ich muss ja erstmal Stöckchen machen. Sowas. So, Stöckchen. Eine Woche nicht mehr gespielt und schon weiß ich nicht mehr, wie das geht. Aber jetzt geht's wieder. Okay, also, wir haben genug Fackeln, die brauchen wir, um dann das auszuleuchten, was wir machen wollen. Und dann fangen wir mal an. Gehen wir mal hier durch den dunklen Gang ins Hotel, ins Untergeschoss. Hier müssen wir ja auch noch dran arbeiten. Aber erstmal machen wir hier das Landwirtschaftszentrum. Ich hoffe. Ja, man sieht, bei diesem Regikraft ist das Gras ein bisschen satter. Na? Und es sind auch so andere Sachen so ein bisschen geändert. Ich werde hier erstmal eine Fläche freikloppen, auf der ich die Schafe nachher gerne haben möchte hier. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut hier, dieses... So, das ist ja schon kaputt. Dieses Texture-Pack hier. Ich werde natürlich auch mein eigenes weitermachen. Und wie gesagt, da sind ja nur zwei Blöcke bisher geändert, nämlich der Kies. Und ach, wie sieht überhaupt der Kies hier aus? Muss mal gucken. Gucken, wie der Kies hier aussieht. Gefällt er mir oder nicht? Naja, gut. Okay, es ist besser als das Original, aber mir gefällt mein eigener. Es ist ein bisschen bunter. Okay. Ja, ich werde da also dran dieses, mein eigenes Texture-Pack natürlich dann auch wieder benutzen. Das ist jetzt mal nur eine Ausnahme. Ich wollte was testen. Und ja, dann testen wir halt mal, ne? So, das hier wird die Schafsweide. Ist das Schaf? Wieso heißt das eigentlich? Wo sind die Erde da? Ah, hier habe ich so viel Erde. Okay. Kann man schlecht von den Brettern unterscheiden. Aber geht doch. Okay. So, dann werden wir hier mal schön einen Erdwall hinsetzen. Ich werde hier für die Schafe keine Zäune bauen, sondern Erdwälle. Denn die Schafe können ja sich hier nicht oben rüberhangeln, hoffe ich zumindest. So, das. Hier habe ich schon Schwierigkeiten rauszukommen. Dann haben natürlich die Schafe auch Schwierigkeiten, hier rauszukommen. Wo ist die Erde? Da. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich werde die Schafe hier in Empfang nehmen. Hier irgendwo. Ja. Kommen dann also hier unten irgendwo raus. Und hier werde ich dann die Schafe in Empfang nehmen. Ihr werdet dann schon noch sehen, wie ich mir das gedacht habe. Das wird hoffentlich recht pfiffig. Denn es ist ja nicht so einfach, so eine ganze Horde Schafe hier aus dem tiefen Untergrund hier reinzubekommen. So, hier wie gesagt wird die Schafweide. Wieso heißt das eigentlich Schafweide und nicht Schafsweide? Na, hier oben kommt dann das Gebäude drüber. Das heißt, das wird dann nachher hier über der Schafsweide stehen. Die Schafe können dann also hier auf der Weide weiden. Oh, das auf der Weide weiden. Da haben wir gleich Kohle. Sehr schön. Also die Schafe können auf der Weide weiden. Und natürlich können sie dann auch hier sozusagen sich unterstellen im Stall und bei schlechtem Wetter. Ne?
Ja, also Schafe, die machen Hammelfleisch, ne? Hammelfleisch heißt das, glaube ich. Was die dann ergeben, gibt es hier nicht in diesem Spiel, aber in Natura natürlich sehr gerne gegessen von Mohammedanern, von Engländern. Lammfleisch auch. Da sind die Engländer gar keine Mohammedaner. Aber darum ging es gar nicht. Ich wollte eigentlich fragen, warum heißt das Fleisch von den Tieren zum Beispiel Rindfleisch? Ne? Rindfleisch, ein Rind. Schweinfleisch sagt man aber nicht. Man sagt Schweinefleisch. Warum sagt man nicht Rinderfleisch? Man sagt ja auch nicht Huhnfleisch, sondern Hühnerfleisch oder Hähnchenfleisch. Oder Hühnchenfleisch, ne? Aber Huhnfleisch, es gibt Hühnerfleisch. Ne? Es gibt nicht Entefleisch, sondern Entenfleisch. Gut, das kann man jetzt sagen, das kann man vielleicht besser aussprechen. Entefleisch hört sich, ja gut, es hört sich so blöd an, weil wir das nicht anders kennen. Aber, naja, warum? Das ist ein Rätsel der deutschen Sprache. So, ich muss jetzt hier so ein bisschen aufpassen, dass ich alles gut ausleuchte. Denn hier in diesem Tunnel können ja eventuell irgendwelche Monster nachher spawnen. So, hier werden wir dann die Schafe hochtreiben. Das Problem ist natürlich immer noch, wie kriegen wir sie? Und das werdet ihr jetzt sehen, wie wir sie hier hochkriegen. Ich habe das in der Kopie schon mal gemacht und durchexerziert. Es geht eigentlich relativ flott. Da habe ich allerdings auch ohne Monster gearbeitet. Ich habe mir auch überlegt, dass ich während der Bauphase jetzt durchaus die Monster anlasse. Ich lege mich ja eh rechtzeitig schlafen normalerweise. Dass ich aber für die Phase, wo ich die Viecher hochtreibe, dass ich hier dort die Monster ausschalten werde. Ja. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. So, wo muss ich jetzt hier runter? Hier, ne? Gehen wir mal hier hin. Und graben uns hier mal runter. Und hier müssen wir uns hochgraben. So, zwei, jawohl. So, zwei. Die müssen wir dann nachher auch noch. Geländer bauen und so weiter, damit sie dann hier runterfallen. Ein richtiger Kunstbau wird das hier. Und ich sehe, es wird schon wieder dunkel. Das heißt, ich kann mich gleich wieder ins Bett legen. So ein Mist. So. Ach, ich komme hier gar nicht raus. Hätte ich auch gleich da rausgehen können. So, dann legen wir uns gleich mal ins Hotel. Testen mal wieder das Hotelbett. Ja, wie ihr seht, sind die Türen hier auch ein bisschen anders. Hier ist einiges anders, auch die Falltüren sehe ich gerade. Okay, bis gleich. So, jetzt schaue ich noch mal, ob. So, ob Audacity die aufnimmt, habe ich mal geguckt, aber es nimmt auf. Wo sind wir jetzt? Hier sind wir. Okay. Gehen wir mal hier raus. Da sind wir ja schneller da, wo wir hinwollen. Hätte ich auch gleich da reingehen können. So, das wird unsere interessante Schleuderei.
Schaf. Nein, ich sag noch nicht, was es wird. Es soll ja für euch eine Überraschung werden hier. Ich brauche auf jeden Fall viel Kies. Es wird ein richtiger tierischer Kunstbau im wahrsten Sinne des Wortes. So. Ja, ich hoffe mal, dass ich in dieser Aufnahmesession damit fertig werde. Mit dem Schaftransport. Ihr wisst ja, wie das ist mit Tiertransporten. Ne? Die dürfen nicht... Habe ich hier noch Erde? Ja, habe ich noch. Ich habe noch genug Erde, kein Problem. Tiertransporte dürfen ja nur in einer gewissen Zeit stattfinden. Da darf man nicht zu lange machen, damit die Tiere keinen Durst bekommen, keinen Hunger und weiß der Geier was alles. Ja, und ach, ich hoffe mal, dass wir das auch dann über die Bühne kriegen in einer Zeit, die auch für die Schafe akzeptabel ist. So, ich sagte jetzt vorhin gerade, vielleicht ist das jetzt die letzte Aufnahmesession vor der Umzugspause, das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, ich habe es ja schon hingeschrieben in meine Kanalbeschreibung, dass ich vielleicht wahrscheinlich ab dem 25. November die Umzugspause machen muss. Ich habe jetzt im Moment auch nicht so viel Zeit, weil es ja darum geht, auch noch eine Wohnung zu suchen da. Das ist alles etwas knapp. Der Arbeitgeber hat mir halt gesagt, Bursche, du musst also in 4 Wochen in der neuen Stadt anfangen. Ist zum Glück nicht so weit weg von hier. Das heißt, 2 Stunden Fahrzeit etwa. Knapp. Und zum Pendeln ist das allerdings dennoch zu weit. Das heißt, wir müssen uns jetzt dort eine Wohnung suchen und das werden wir in diesen nächsten Wochen machen. Wir haben jetzt heute den 6., nee, wir haben schon den 7., Nacht vom 6. auf den 7. Und am 28. darf ich schon in der neuen Stadt anfangen. Und das hat man mir also am 30. Oktober gesagt, das ist alles ein bisschen knapp. Aber ja, wenn der Herr so will, dann müssen wir das halt so machen. So, wie sieht's aus? Immer 2, ne? Jo. Und jetzt also nicht vergessen, hier gut ausleuchten. Da ist nur einer, das war schon mal verkehrt. So, 2 brauche ich. Und ausleuchten. Und am besten hier auch nochmal gleich ausleuchten. In der Kopie habe ich nicht so viel Leuchten angebracht, aber naja, hier sollte man das vielleicht tun. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Und 1, 2. Auch da wieder eine Leuchte gleich hin platziert. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und gleich nochmal 2 runter hier. So. Ja, und dann, wie ist das dann weiter geplant? Also, wenn ich bis zum 28.11. noch keine Wohnung gefunden habe, wenn ich auch jetzt relativ wenig Zeit habe durch die Arbeit, könnte das durchaus sein. Da muss man sich halt ein Hotel nehmen für die erste Schichten, die man da macht. Ich habe dann anschließend Urlaub genommen, 2 Wochen im Dezember. Und wenn wir noch keine Wohnung haben, geht es dann richtig los mit der Wohnungssuche. Wenn wir schon eine Wohnung haben, ist das dann die Zeit, wo wir den Umzug selber vorbereiten werden. Das heißt also, dass ich im Falle, dass wir dann den Umzug vorbereiten, vielleicht nochmal zum Monatswechsel Dezember hier bin und vielleicht nochmal die ein oder andere Folge hochladen kann. Aber rechnet nicht damit.
Und dann werden wir vielleicht die zweite Woche im Dezember umziehen. So ist das zumindest von mir geplant. Ich hoffe, das funktioniert dann auch so. Da müssen ja einige Sachen mitspielen. Das ist halt nicht alles so einfach. Wir haben in 2 Wochen eine Wohnungsbesichtigung oder besser gesagt gleich 2. Und eine Wohnung ist sehr schön, gefällt mir sehr gut. Könnte durchaus die neue werden, das weiß ich jetzt aber noch nicht. Wo wir hinziehen, das weiß ich natürlich schon. Ich sage nur eins, von Rheinland-Pfalz durch die Eifel nach Nordrhein-Westfalen. Das soll euch mal ausreichen. Und dann kommt es halt auch noch darauf an, wie schnell dann die Telekom und sonstige Leute sind bei der Bereitstellung eines Internetanschlusses, eines Telefons etc. Pitete, was man alles so braucht für ein Let's Play. Telefon brauche ich jetzt nicht, aber so ein Internetanschluss, und der funktioniert ja auch zum Teil zumindest über Telefon. Also wenn man nicht Kabelfernsehen-Anschluss hat und darüber das Internet laufen lässt. Aber wir werden jetzt mal hier erstmal weiter uns durch den Berg graben. Ja, das hier wird der Weg für die Schafe werden, liebe Freunde. Das wird hochtechnisiert übrigens. Da ist schon wieder Kohle. Weiß nicht, ob ich die jetzt mitnehmen soll oder nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht das hier relativ zügig, weil ich das ja schon ein paar Mal getestet habe. Ich weiß auch ungefähr, wo ich dann rauskommen werde. Man sieht das ja schon. Ich bin jetzt in etwa unter dem Turm fast. Naja, ein bisschen links davon. Haben wir hier viel Kohle. Lohnt sich das? Ja, Kohle lohnt sich eigentlich immer, ne? Kohle lohnt sich immer, liebe Leute. So, ich habe das also auch schon in den Kopien getestet, wo ich denn dieses Ding grabe. Hier, wenn ich zu weit rechts komme, dann bleibe ich unter dem Berg, wo der Turm drauf steht, und komme in eine wilde Schlucht. Das muss man sich dann mal merken irgendwann, falls man da Rohstoffe suchen möchte. So, wie sieht das jetzt aus hier? Da muss ich hier dann wieder 2 runter. Also ich müsste jetzt irgendwann in der Nähe von meiner Zuckerrohr fahren. Zuckerbus heißt das hier bei mir. Zuckerbus fahren. Zuckerrohr Bambus Farm rauskommen. Mal schauen, ob das dann auch so klappt. Wahrscheinlich muss ich mich gleich nochmal hinlegen. Das war wieder zu früh. So. Ja, und ihr werdet dann sehen, wie das hier funktioniert mit den Schafen. Ich finde die Idee ganz pfiffig. Es gibt da so ein Tutorial über das Teil, was ich hier bauen will. Allerdings wurde das da nicht für Tiertransporte benutzt, sondern für andere Sachen. Aber man kann es ja auch für Tiertransporte benutzen. Ne? So, mal sehen, ob wir das noch schaffen, hier durchzubrechen. Hier sehe ich ja schon wieder die Erde. Da sind wir schon. Na wunderbar, das hat ja herrlich geklappt. So, das heißt, wir haben das tatsächlich jetzt in einem Tag geschafft. Die Sonne geht da gleich unter. Und wir werden die Schafe hier durchtreiben. Ich muss allerdings dann gleich noch ein bisschen Vorbereitungen treffen, dass das auch so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, mit Geländer hier und so weiter, dass sie mir nicht runterfallen. Da muss ich noch einen Übergang schaffen. Aber es könnte sein, dass wir das in 3 Folgen hier durchgezogen haben. Und jetzt geht die Sonne unter. Und wir werden mal... Ach, wir haben hier unten auch noch ein Bett, genau. Wir werden mal hier in unser
Notbett gehen. Das Notbett, was er hier in unserer Kammer hier unten in der Wachstube oder neben der Wachstube ist. Ah ja. Gute Nacht. So, ich mache ja immer Musik, gell? Neue Stücke und dieses Stück, was jetzt hier spielt, das ist gerade mal vielleicht eine Stunde alt. Kam mir so in den Sinn. Vor zwei, drei Stunden hatte ich plötzlich die Melodie im Kopf und dann, naja, das geht relativ zügig, gell, du Huhn? Entschuldigung. Och, jetzt ist es ganz durcheinander. Nein, von dir will ich ja gar nichts von dir holen. So, wo ist jetzt mein Ausgang? Hier war das, ne? Da kommen wir an, genau. Hier kommen wir an. Und dann müssen wir hier alles im Zweierrhythmus sozusagen machen. Müsste doch noch genug Erde haben. Nein, habe ich nicht. Jetzt nehmen wir halt Pflasterstein. Ist mir auch egal. Ist mir nur recht. Auch Pflasterstein können wir nehmen. Das ist natürlich jetzt ein ziemlicher Kunstbau hier. Ihr werdet das gleich sehen. Und da brauche ich noch ein paar andere Sachen dafür. So, na, nach vorne gehen, nicht nach hinten. So, wunderbar. Und dann nochmal zwei und hier nochmal zwei und hier nochmal. Und dann sind wir am Ende angekommen. Jetzt müssen wir das noch auffüllen hier. So ähnlich wie da oben mit einem Geländer, diesmal aus Stein. Da muss ich halt aufpassen, dass mir die Viecher nicht ausbüchsen können. Das war Mist. Ich hoffe nur, dass kein Creeper jetzt hier herumalmelt noch irgendwo. Machen wir mal lieber hier noch Licht an. Hier noch, da oben ist ja schon Licht. Okay, brauchen wir wohl nicht. Aber hier diese Schlucht, die künstliche, wird natürlich auch relativ dunkel dann in der Nacht werden. Ne? Habe ich noch was zu essen dabei? Nein. Aha. So, dieses Stück scheint sehr leise zu sein. Oder was hat er jetzt hier gemacht? Keine Ahnung. Irgendwas funktioniert jetzt hier nicht? Oder ist das doch ein Stück? Doch, ist ein Stück. Ist aber sehr leise. Ja, ich habe die Musik jetzt mal ganz leise gedreht, nur auf 8. Muss mal ein bisschen lauter hier meine... Das ist ein sehr leises Stück sowieso. Ja. Ach so, Kirchenmusikstück habe ich da gemacht. Genau, das war glaube ich gestern oder vorgestern. Wird auch noch ein bisschen lauter, okay.
Bisschen Orgelmusik. Ja, es ist halt dumm. Da sind einige Stücke dabei, die sind wirklich leise. Andere sind richtig laut. Und dann so die richtige Mischung zu finden, ist halt nicht so einfach. Wenn ich das jetzt so machen würde, dass ihr dieses Stück hier hören könntet, richtig laut, dann wären natürlich die lauten Stücke viel zu laut, ne? Da gab es ja schon Beschwerden von eurer Seite. So, Pflasterstein. Ja, ich bin auch gebeten worden, mein Texture Pack zum Download zur Verfügung zu stellen. Leute, da ist ja kaum was dran an dem Texture Pack. Da ist ja nur die Datei mit dem Glas geändert. Da ist nur die Terrain-Datei ist geändert. Und zwar Glas und Kies, mehr ja nicht. Wenn ich könnte natürlich so mal die Terrain-Datei dann zum Download freigeben. Ich glaube, die, wenn man nur die da als Texture Pack downloadet, dann holt er sich halt das von der neuen Texture-Pack-Datei und den anderen Kram holt er sich alles vom alten, wenn ich das also richtig verstanden habe. Das habe ich eigentlich erst jetzt richtig verstanden, wo ich jetzt dieses Ding hier hochgeladen habe. Das ist ja auch nicht unbedingt eine atemberaubende Auflösung hier, aber es ist nicht schlecht. Also ich habe hier eine Vorstellung gesehen von einem Let's Player hier über dieses Texture-Pack und fand das ganz gut. So, wir haben jetzt also hier bauen uns jetzt eine Brücke rüber. Ja, so könnte man das machen, aber da wollen wir mal sehen, wie wir die dann nachher hier rüber kriegen. Ich glaube, wir müssen ein paar Mal laufen. Das ist mir bei der ganzen Aktion, bei der Testaktion auch nicht gelungen, dass ich die alle auf einen Schlag hier rüber gekriegt habe. Aber das macht ja auch nichts. So, da machen wir hier nochmal, dass sie hier nicht nach ausbüchsen können. Hier müssen wir auch noch ein bisschen aufpassen. Die eine und andere, das ein oder andere Schaf wird sicherlich ausbüchsen. Dann lassen wir hier ruhig mal so ein bisschen eine Zweierstufe. Ne? Da kommen sie nicht wieder zurück. So, da werden wir hier nochmal durchgraben. Sozusagen einen Weg graben für die Viecher. Und dann sind wir schon fast fertig mit dem Weg hier. Dann machen wir die Technik. Technik, liebe Leute. Und da ist auch unser ganzer schöner. Ist alles aufgebraucht. Aber wir haben ja noch genügend Zeugs in der. So, das machen wir hier auch nochmal ein bisschen. So eine Art Falle. Ja, ich weiß nicht, ob ich das dann nachher wieder abreißen muss hier. Das sieht ja nicht so besonders edel aus. Den Kanal wollte ich eigentlich so lassen, denn was für Schafe gut ist zum Hochgehen, das kann man nachher hier so einen kleinen Wasserablauf machen von oben irgendwie. Rutsch. Okay. Ja, die Schafe kommen dann hier nicht mehr raus. Was brauche ich jetzt? Jetzt brauche ich erstmal was zu essen. Gell, Schaf? Du kommst auch noch mit nachher. Ja, mein liebes Schaf. So, wie viel Brot kriegen wir da raus hier? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall brauchen wir Brot, ist auf jeden Fall klar. Wir haben ja schon ein bisschen Hunger. Die Hälfte ist ja schon um und ich muss mir endlich mal hier so eine Gartenhacke holen. Gell, Schaf.
sind sehr viele Fußspuren da. Okay, wo war jetzt mein... Ich hatte doch hier... Nein, jetzt doch... Naja, gut. Ich werde irgendwann mal oben auch in dem Landwirtschaftszentrum auf dem Berg... Was ist los? Ich dachte, ich hatte da unten alles ausgeleuchtet. So, jetzt machen wir uns hier mal Brot. Wenn wir jetzt zum Glück hier eine Werkbank. Und es reicht immer für 8 oder 9 Brote. Sehr schön. Erstmal alles auffüllen hier so. Gell? Ach, ein Schwein auch noch. Na gut. Schwein, wenn du dann unbedingt mit willst zu den Schafen, von mir aus. So, ich lege mich gleich mal wieder ins Bett. Und dann fangen wir mit der. Das heißt, wir haben schon 2 Folgen verbraten. Okay, dann schaffen wir das doch nicht in 3 Folgen. Der Glowstone sieht in diesem Texture Pack ein bisschen anders aus. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, erstmal hinlegen. Ah, ist noch nicht so weit. Dann gehe ich mal hoch. Hier ist die Leiter. Gehe ich mal hoch und lege mich oben hin. Dann bin ich näher an meiner, an meinem Lager. Denn da brauche ich noch einige Sachen raus aus dem Lager. Aber jetzt ist ja wohl dunkel genug, oder? Ja, Rex. Gute Nacht. Schlafen Sie gut, Herr Rex. Rex, jetzt kommen die Schafe hier hoch. Gleich noch 2 Folgen, schätze ich mal, oder 3. Ja. So. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu Stufen. Und zwar eine ganze Latte von Stufen. Pflastersteinstufen haben wir schon welche, das reicht aber noch nicht. Also machen wir mal. Ah, da gibt es ja 6 draus. Okay, das reicht dann schon. Da reicht das mit einem Stack. So, dann brauchen wir... Dann brauchen wir Schilder. Wir haben nur ein Schild. Wir haben 6 Schilder. Wir brauchen aber mehr. Wo sind meine Fichtenholzbretter? Die hatte ich doch... Bücherregal, da sind ein paar Fichtenholzbretter. Fichtenholzbretter, genau. So, dann hatte ich Stöcke. Stöcke oder Stöcken? Ach ja. So, jetzt machen wir mal Schilder. Reicht das? Reicht das? Ich mach mal alles hier voll mit Schildern. Ob das reicht, sehen wir dann. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Wassereimer. Die wir gleich mal oben füllen. Und dann geht's los. Mit der Technik, liebe Leute. Zum ersten Mal habe ich diese Technik in einem
englischen Tutorial gesehen. Aber ich glaube, die Porkchops haben das denn auch mal gebracht. Vielleicht haben die das auch zuerst gebracht und ich kannte die Porkchops damals noch nicht, als ich das englische Tutorial gelesen habe. Ich weiß es nicht. Ist ja auch im Prinzip egal. So, dann werden wir jetzt mal hier mit... Genau, dann fangen wir jetzt mal hier an. Erst einmal müssen wir da hoch. Irgendwie muss ich mir mal hier einen schönen Zugang bauen, da oben hin noch. Wir haben ja noch 7 Erde. Das reicht. So, und das müssen wir noch ein bisschen... Naja gut, reicht nicht. Dafür reicht es nicht mehr. Jetzt werden wir hier halt mal ein wenig Halbstufen verteilen. Da natürlich nicht. Das sind die falschen Stellen. So. Mal sehen, das müsste eigentlich jetzt relativ zügig gehen, dass wir bis unten durchkommen. Ach so, hier habe ich ja noch gar keine Geländer. Ach du Jemine. Habe ich denn noch irgendwelches Zeug zu verbauen mit? Nein, also wir sind doch noch nicht so weit, wie ich dachte. Dann machen wir das erstmal hier. Erstmal die ganzen Dinger fertig. Hat auch den Vorteil, dass man dann hier aufrasen kann wie ein Verrückter. Ich hätte mal gleich zählen sollen, ob die Schilder überhaupt ausreichen. Ich habe das in der Kopie nicht ganz so weit bis oben gezogen wie jetzt. Aber das ist auch egal. So, jetzt sind wir schon fast durch. Da haben wir uns verzählt, aber das ist egal. Lassen wir mal einen. So einen frei. Das ist halt nicht ganz symmetrisch und akkurat. Aber ist wurscht. So. Da kommen die Viecher reingefallen. Alles klar. So, jetzt muss ich noch ein bisschen Erde suchen. Ist jetzt so dunkel. Da noch ein bisschen Licht dran. Überall Licht dran, das ist die Hauptsache. Klappert irgendwas, ja. Hier sind die Monster ja nicht weit. So, jetzt werde ich hier noch ein bisschen irgendwas abgraben. Ja, wir werden einfach mal hier den Durchgang noch ein bisschen größer machen. Wir müssen ja eh hier unten dann noch gut die Kohle. Ja, okay. So. Alles wunderbar. So, das ist jetzt wieder lauter hier. Ah ja, das war ja dieser Gegensatz zwischen der schönen, sanften Musik und der rockigen. Jetzt sind wir wieder bei der rockigen hier. Das ist, glaube ich, das lauteste Stück, was ich habe. Wie das halt so ist bei Rock und so weiter. Ne? So, ja, was soll ich eigentlich erzählen? Ich habe schon über den Umzug erzählt, der ansteht. Wie gesagt, wie lange die Pause denn sein wird, weiß ich nicht. Ihr müsst davon ausgehen, dass das vielleicht 4 Wochen dauert. Also, 25. November ist zunächst mal der erste Termin auf jeden Fall. Ab dem das dann sehr schwierig wird. Vielleicht kann ich, wie gesagt, in der Woche danach, der ersten Woche Dezember, nochmal ab und zu etwas hochladen. Ich kann es nicht versprechen. Und ja, und dann Umzug, 2. Woche Dezember. Und wie gesagt, wann ist die liebe Telekom fertig?
Keine Ahnung. Die liebe Telekom mit der Schaltung und wie die anderen Firmen dann so alle heißen, keine Ahnung, 1 und 1 oder was auch immer dann da in Nordrhein-Westfalen für diese Internetkram zuständig ist. So, jetzt machen wir hier nochmal zu, dass die da nicht raushüppen können. Und dann können wir schon mal loslegen. So, jetzt haben wir alles schön zugemacht hier. So, jetzt kommen die Schilder zum Tragen, von denen wir wahrscheinlich nicht genügend haben. Aber wir sehen es ja. So, wo sind wir jetzt festgehangen hier? Keine Ahnung. Okay. So, wie geht das jetzt? Ich muss dann hier, genau, da müssen wir hier die Schilder anbringen. Achso, ich will ja auch hier nichts dran schreiben. Einfach nur rankloppen hier. Immer über dem Gras, eine vor der mal testen, ob das auch so geht, wie ich mir das denke hier. Jo. Auch so. Ja, alles klar. Funktioniert. So, das wird eine automatische Schaftransportmaschine oder wie man das auch immer nennen will. Bei Porkchop Media zählt das als Rolltreppe, glaube ich, ne? Aber warum soll man eine Rolltreppe nicht auch für Schafe machen? So, und das reicht natürlich von hinten nicht mit diesen Schildern. Ist ja klar, ist ja klar. So. Und es reicht natürlich auch vorne und hinten nicht, dass wir das in 4 Folgen durchkriegen. Und da brüllen die Monster. Zum Glück gibt es hier keine Holztüren. Ja, ihr wirst gleich Schafe erleben, das heißt, das wirst du nicht erleben, denn ich muss euch ja nun leider sagen, dass ich während dieses komplizierten Schaftransportes ausnahmsweise mal auf friedlich stellen werde, denn ich kann mich nicht um die widerspenstigen Schafe kümmern und dann auch noch gleichzeitig auf die Creeper und alle aufpassen. Das wird also nicht funktionieren. So, noch 3 Schilder und dann muss ich ins Bett. Das können wir abkloppen noch hier, das stört noch ein bisschen. 2 Schilder. Letzte Schild erstmal hier hin. Okay. So, und jetzt geht's rasant zurück. Entsprechend der Musik. Ruhe da im dunklen Kämmerchen. Ach du Jemine. So, jetzt müssen wir uns aber zügig ins Bett legen und hoffen, dass nicht gleich irgendwelche Monster angespawnt kommen. Oh. Freunde, Freunde. Die Hotelgäste sind aber... Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Da werden wir jetzt mal, da wir jetzt doch in die Schafsphase übergehen, werde ich gleich mal auf friedlich schalten.
Rex, hast du das gehört? Da hat's geknallt. So, ich werde jetzt mal auf friedlich. Fertig. So, Leute, der Hotelgast war sehr unfreundlich, muss ich schon sagen. Ich brauche noch ein paar Schilder. Habe ich denn überhaupt noch genug Holz oder so? Fichtenholzbretter, ja, das war alles nicht sauber mehr so viel hier. Nicht mehr viel. Muss ich noch Holz schlagen oder was? Gefällt mir jetzt gar nicht. Ich brauche jetzt mehr als bei der Kopie, weil ich bei der Kopie... So, was brauche ich denn noch? Ich brauche noch hier ein bisschen Wolle, um den Fußboden da auszukleistern. Und vielleicht hat er mir auch Pflasterstein. Mal gucken, was da für Schaden entstanden ist, Herr Creeper. Ich bin auch nicht durch die Tür so schnell durchgekommen. Oh, das ist hier durchgebrochen bis unten hin. Ich habe ein richtiges Loch in den Boden gesprengt. Ah. Glas ist im Eimer, die Tür ist im Eimer. Nee, 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 nee. Okay, okay. Das mit den Farben mache ich dann später. Kriege ich mal später. Ich muss ja dann auch hier machen wir das erstmal provisorisch. So, was hat er hier mir noch weggesprengt? Den Computer. Okay, hier ist das Glas im Eimer. Ach, das war ein Gemälde. Ja gut, das war ja der Computer, richtig. Den wollte ich ja eh abändern, also tun wir das Gemälde erstmal irgendwo an die Wand. Er müsste mir hier auch die Klappstufen. Ne, da hatte ich gar keine dran, ne? Oder? Ich habe gar keine Ahnung. So, hat er mir hier auch noch was weggehauen? Ne, aber das Glas hier. Und hier den. Das Fichtenholz. Gut, dann holen wir uns erst noch mal ein bisschen Holz, weil wir Holz brauchen. Für diese Schilder da. Ja, diese fliegenden Sandsteine, fliegenden Felsen dahin. So, na, ich hoffe, dass wir das in dieser Aufnahme noch schaffen mit den Schafen. Würde mich ärgern, wenn das nicht so wäre. So, noch einmal hier dieses Ding abkloppen. Ich glaube, da haben wir genug. Erstmal für die Bretter und für die Schilder besser gesagt. Nicht Bretter, so. Schilder, da brauche ich ja noch eine Werkbank dafür, genau. Den Rest hätte ich auch so machen können. So, hier kommt dann also, wie gesagt, das Haupthaus hin und hier unten drunter ist dann das Schafsgehege. Ja, hier unten waren ja auch Werkbänke, genau, in den Zimmern.
Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich überall wohin gepackt habe. Da, Werkbank. Okay, dann machen wir mal hier Fichtenholz. Ja. Sollte eigentlich ausreichen. Es waren ja nicht mehr so arg viele. Und das sollte mit diesen 16 Dingern reichen. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. So, hier kommen die Schafe hoch. Ah ja, das reicht allemal. Ich war ja schon fast unten. Naja, fast unten ist übertrieben, aber es ist nicht mehr so weit. So, ein Schild. Noch ein Schild. Schild. Ein Schildbürgersteich wird das hier. Na, hoffentlich nicht so. Hier haben wir ein bisschen einen Mehrplatz gelassen. Und hier könnte es sein, dass das nicht hoch genug ist. Dass die Schafe hier rübergetrieben werden. Das müssen wir mal sehen. So, das sind da drunter. Ja, wird doch knapp. Noch 6. Das kommt gerade hin wahrscheinlich. Ja, du Huhn. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Schlägt er jeden Tag ein Ei. Und sonntags hätte ich frei. So. Jetzt geht's zurück und jetzt wird Wasser eingefüllt. Ihr seht ja selber, wie ich das hier baue. Ich meine, wenn ihr da ein Tutorial haben wollt hierfür, braucht ihr eigentlich nur genau hingucken, was ich hier mache. Oder bei Porkchop Media gucken. Die haben ja auch mal so eine, sagte ich ja schon, so eine Rolltreppenfolge gemacht, ne? Treppen und irgend so ein Zeug. Ich weiß nicht genau, wie die Folge heißt. Ich gucke da nochmal nach und werde es dann verlinken. So, da wird man nämlich dann hier automatisch nach oben geführt. Da kann man auch zum Beispiel natürlich irgendwelche Sachen hochtransportieren lassen, wie zum Beispiel irgendwelche Gegenstände. Ich glaube, das fließt dann da auch hoch. Tiere auf jeden Fall. So, mal einen Schluck nehmen hier. Damit die Kehle wieder ein bisschen flüssiger wird. Die Stimme etwas flüssiger wird. So. So, die Schilder. Hier fließt also das Wasser sozusagen jetzt, wenn es von hier losfließt. Hier runter fließt es nicht, weil ja hier diese Halbstufe ist. Nach hinten fließt es nicht, weil da das Schild ist. Es fließt nach vorne. Es fließt bis zur Halbstufe. Punkt. Und aber hier die Lücke, die wird durch einen Sog nach oben verbunden. Na, wenn ihr das mal... Ist ein bisschen Arbeit. Aber ihr werdet sehen, wie schön das... Guck mal, ich komme da schon kaum heraus hier aus dem Sog. Geschweige denn die Schafe. Hier noch die zwei hin und dann... Na, ich werde also hier richtig angesaugt. So, dann holen wir uns mal das restliche Wasser. Jetzt gehen wir von unten an hier. Ich glaube, wir müssen dann noch einmal laufen. Ich habe 13 Eimer, das ist mehr, was ich hier noch brauche. So, wir haben hier einen schönen Ausgang. Die Schafe kommen hier nicht raus. Naja, vielleicht kommt ja doch das ein oder andere raus. Aber ist auch egal. So, das mal alles schön wieder einsammeln hier. Ah, jetzt ist doch kein stilles Wasser mehr hier. So.
Auf der Karte sieht man das hier auch schön, diesen Kanal, ne, von oben bis unten. Oder ist mit Wasser gefüllt. Ich werde dann, wenn ich diese Viecher oben habe, überlege ich noch, ob ich das hier als Rolltreppe lasse. Für andere Transporte. Aber ich glaube, ich werde dann nachher die ganzen Wasser entfernen. Zumindest die Bretter, die Schilder. Und dann fließt das Wasser hier runter. Das heißt, es wird dann so ein unterirdischer Fluss hier, ne? Irgendwie. Also geht dann in die andere Richtung. Kann man also sehr gut verwenden. Ich werde das also dann nicht abreißen. Ich habe doch da noch zwei. Ja, genau. Ah, so. Seht ihr, jetzt habe ich hier so einen Eimer. Mal gucken, was passiert jetzt mit dem Eimer. Nee, der hängt da fest. Der wird doch nicht hochgetrieben, oder? Gut, jetzt habe ich ihn wieder aufgesammelt. Müsste man da mal testen, ob da auch diese ganzen... ob Loot oder irgendwelches Viehzeugs da hoch transportiert werden können. So, dann legen wir uns doch nochmal schlafen. Ich meine, ich habe zwar die Monster aus, aber ihr seht ja im Hellen etwas mehr als im Dunkeln. Und dazu werde ich mich mal hier in das nächste Bett legen. Heute haben wir ja in vielen Betten geschlafen. Also, das bezieht sich natürlich nur... Da ist es. Das bezieht sich natürlich nur hier auf das Spiel. Ne? Auf die Betten, die hier im Spiel vorhanden sind. Ich bin ja ganz alleine. So, gute Nacht, bis gleich. So, und weiter geht's. Autsch. Ja, die Sandmine ist nicht ganz ungefährlich, ja. Immer schön rumlaufen. Bisschen Wasser jetzt mitnehmen hier. Ja, die Spannung steigt, hochdramatische Dinge kündigen sich an, die Spannung steigt bis zum Siedepunkt und Opa versucht jetzt, ich nehme mal an, das reicht jetzt mit dem Wasser, dass wir die Schaftransportbahn hier bis zum Ende... Wird knapp. Ja, vielleicht müssen wir noch mal gehen, aber ist egal. Es ist nur eine kurze. Eine ganz kurze Verzögerung dann noch eventuell. So, jetzt geht das ja hier ratzfatz. Wenn man das einmal weiß, wie das geht. Deswegen mache ich solche Sachen ja auch immer in einer Kopie, denn da muss man erstmal testen, wie muss das aufgebaut sein. Zunächst mal hatte ich das mit zweispurig gemacht sozusagen, ne? Die Autobahn zweispurig hier hoch, dann brauchte man doppelt so viel Wasser, doppelt so viel Schilder und das geht dann natürlich auch nicht unbedingt. Dann hatte ich einmal nur unten Wasser gemacht und musste die Tiere dann hier durch diese zweispurige Sache mit Dings hochtreiben, wie heißt es? Na, hier waren die Lücken etwas größer, ja. Ja, reicht doch noch nicht, genau. Aber ist es nicht mehr viel. Dann hatte ich also zwei Spuren. Ich habe sie dann erstmal nur bis zu einer bestimmten Stelle transportiert mit Wasser. Und ab da hat dann
das Getreide die Funktion des Lockmittels übernommen, wie es sicher auch gehört, aber ich denke mal, dass das so ein bisschen effektiver noch ist. Und auf jeden Fall wird das eine sehr lustige Folge. Ich glaube, wir können damit gleich mit anfangen. Jetzt hier noch ein bisschen, ich hätte mal eine Schafsmusik schreiben sollen jetzt für die heutige Folge. Aber was ist eine Schafsmusik? Keine Ahnung. Ja, ich werde hier oben noch ein bisschen das Geländer etwas erhöhen. Das ist mir noch etwas zu niedrig hier an der linken Seite zumindest. So, jetzt sind wir hier. Das heißt, hier wird jetzt das letzte Wasser eingefüllt. Und wie man sieht, wenn ich mich hier reinstelle, ich werde also nach oben getrieben. Wunderbar. Komme ich hier raus? Wenn ich hier rauskomme, kommen auch die Schafe hier raus. Ja, okay. Müssen wir halt noch ein bisschen auffüllen. Das ist aber kein Problem. Dann nehmen wir hier mal etwas von dem Kram hier weg. Machen wir es jeweils noch einen höher. Und dann können wir anfangen. Das wird dann die Moses sozusagen und die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, haben das Wasser benutzt. Allerdings in einer etwas anderen Art und Weise. Moses hat angeblich, muss man ja sagen, ja, war ja keiner von uns dabei. Es sind ja alles nur Sagen, auch wenn es biblische Sagen sind. Die Kirche sagt natürlich, ja, das stimmt im Prinzip, was da drin steht. Und warum auch nicht? Es kann ja ein Erdbeben sein, ein lokaler Tsunami im Roten Meer, der das Wasser dort, ne? Wir können noch ein bisschen vertragen, der das Wasser dort so kurzfristig mal so ein bisschen angehalten hat. Aber der hätte natürlich mehr Glück als Verstand gehabt. Denn das Sonnenfinsternisse kann man ja noch vorhersagen. Da gibt es ja die Geschichten von alten Spaniern, die so ehrlich Eindruck gemacht haben, dann bei den Indianern, wenn sie dann Sonnenfinsternisse vorhersagen konnten. Aber ein Erdbeben und ein Tsunami vorherzusagen, das ist also selbst in der heutigen Zeit ja nicht möglich. Ihr habt ja sicher davon gehört, dass irgendwelche italienischen Wissenschaftler also Erdbebenkundler auf jeden Fall, die haben so, eventuell sind wir auch nachts jetzt unterwegs, deswegen werde ich mal den Weg hier ausleuchten, nur damit ich weiß, wo ich lang muss, denn wir haben ja die Monster im Moment aus. Muss ja ab und zu auch mal auf die Schafe gucken. So, hier machen wir einen schönen Aufgang für die Schafe. Hier auch. Ich weiß ja nicht, wo sie hier hoch wollen. So, gehen wir also hier lang, ne? So, dann hier. Ich bin nämlich in einer Kopie aus Versehen beim Rückwärtsgehen etwas abgewichen vom Weg und plumpste mit meinen Schafen hier in das Loch hinein. Das wollen wir ja nicht. Machen wir hier mal zu. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Okay. So, jetzt kann das auch nicht mehr passieren. Alles klar, Leute. So, jetzt mache ich jetzt einen Schnitt oder nicht? Das wäre doch mal was, hier jetzt einen Schnitt zu machen. Dann ist diese Folge zwar sehr kurz, aber die nächste wird vielleicht ein bisschen länger. Deswegen, oder? Auf jeden Fall wird sie interessanter. Ich schneide jetzt mal an dieser Stelle hier mitten am Tage.
So. Der Exodus der Schafe fängt an, liebe Freunde. Hier war noch, genau, hier ist mein Lockstoff drin. Hätte ich fast Sexuallockstoff gesagt. Fast, so ist es ja irgendwie auch, ne? Die folgen halt ihrem Sexualtrieb oder sie haben Hunger. Eins von beiden. So, wo ist jetzt hier? Da ist die Eisenaxt. Und jetzt ist es vorbei mit diesem Gatter hier. Ich mache hier mal eine riesen Öffnung, dass ich alles schön rauskriege gleich. Ja, da gehen sie schon von selber. Ihr werdet gleich noch von mir geleitet, liebe Freunde, liebe Schafe. So. Na. So, Schafe. Ach, du bist hier außerhalb. Du darfst aber auch rein, wenn du möchtest. Pass auf. So, Schafe. Guckt mal hier. Wollen wir mal sehen, wie viel ich jetzt auf einmal mitkriege. Schafe. So. Ja. Hallöchen. Ach, ist das toll hier. Opa der Schafhirte. Ach, Schweine sind ja auch noch dazwischen. Gut. Okay, jetzt gehe ich nochmal hier hin. Wird nochmal diese paar Hanseln einsammeln hier. Hansel, komm her. Du auch. Hallo? Hallo? Komm mit. Komm mit. Siehst du, die habe ich schon hier verloren. Das sind dann doch zu viele, um sie alle auf einmal mitzunehmen, denke ich mal. Also muss ich mal hier einfach ganz langsam vorgehen. Die kommen schon von selber hinterher, ne? Naja, eins bleibt dann schon mal zurück. So, gleich geht's ein erfrischendes Bad, liebe Schafe. Ein erfrischendes Bad. Ich stelle mich dann mal hier hin. Auf die andere Seite. So, und jetzt, was ich jetzt noch gemacht habe, wie gesagt, hier mit der... Ja, die, euch hole ich dann später noch ab. Und wir machen das auch in der Nacht durch. Wir sind ja auch friedlich. So, ich muss mich jetzt hier so in die Richtung einfach so langsam fortbewegen. Das geht dann schon. Ja, was ich jetzt noch anders gemacht habe, wie gesagt, ich habe jetzt diesen Lift hier, diesen Aufzug oder diese Rolltreppe besser gesagt, habe ich bis oben hin ja gemacht und sie fallen dann gleich hinein in das Gatter. Das hatte ich also letztes Mal auch nicht gemacht in der Testversion, sondern da sind sie dann... Müssten sie sozusagen von mir dann noch einzeln da reingelockt werden. Aber jetzt sollte das alles automatisch funktionieren. Und dann wollen wir sehen, wie das geht, ne? So, hier sind wir jetzt schon. Hier an der Engstelle. Na gut, die einen oder anderen bleiben zurück. Das ist egal. Kommt. Kommt. So, jetzt gehen sie also hier rein. Nicht alle. Aber doch viele. So, die werden jetzt da hochgeschwemmt. Vor allem, wenn ich jetzt nochmal hier so ein bisschen rüberspringe auf die andere Seite. Kommt, komm hier rein. So, jetzt werde ich mal meine... So, da schwimmen sie nach oben. Wunderbar. Upsa. Ach. Komm her, du auch noch. Und der nächste da. Jetzt werde ich euch mal alle mit nach oben begleiten. Jetzt fahre ich mal mit euch hier diesen Wasser... Die Wasserrolltreppe hoch. So, das Huhn auch noch mit. Ob sie wollen oder nicht, ne? Es geht jetzt nach oben hier. Und dann werdet ihr oben hineingespült in das... Ha, ha.
Ist toll irgendwie. Also richtiges Fließband hier. Ich sehe nichts mehr. Vor lauter Schaden. Also. Da kommt. Super. So habe ich mir das gedacht und es funktioniert und das ist ganz fantastisch. So, aber ich muss, wie gesagt, jetzt kann ich keine Monster gebrauchen hier. Sind wir jetzt schon oben? Gleich. Kommt, kommt hier runter. Hallo. Hier, hier, hier. Hallo. Da weben da runterfällt, ne? So, blups. Ein nach dem anderen wird hier sozusagen ausgekotzt. Das habe ich da hier noch eine Treppe gelassen. Ich hoffe nicht. Gucken, ob alles gut ist. Ja, alles in Ordnung. Oh, ein Schaf war in den Boden eingesunken. Hallo, hier, komm runter. Hallo. Schaf. So, wie viel haben wir denn jetzt hier hochgeholt? Das sind nicht so allzu viele. 8 oder 9. Oder 6. Oder 5. Ne, 6 sind es. 7. Okay. So, jetzt kommt ihr erstmal hier auf die Weide. Hier ist schön Gras, Leute. Na? Hier könnt ihr euch erstmal in Ruhe aufhalten. Ich werde euch noch ein bisschen Licht spendieren. Ja, damit ihr alle. Damit auch hier keine Creeper und sonstige Monster spawnen nachher. So, ich komme gleich nochmal wieder. Es sind ja noch genug Tiere weiter unten. So, das mache ich mal wieder weg. Nicht, dass sie auch noch hier hoch. Ah. Nein! Bleibst du da unten? So. Eieieiei. So, dann schauen wir mal. Gehen wir mal runter. Nee, ich gehe mal oben rum hier. Jetzt müssen wir hier mal runtergehen. Da stehen also schon noch ein paar Schafe. Die sind. Ein Huhn haben wir hier noch drin. Okay, da sind noch mehr Schafe. Ja, die muss ich irgendwie da wieder aus der Ecke rauskriegen. Aber im Prinzip war das schon mal ganz gut. Hier sind noch etliche Schafe. Okay, ihr kommt in der zweiten. Im zweiten Durchgang mit. Hier sind noch ein paar im Wasser. Die gelben, genau. Oh ja, es sind noch etliche hier. Na, vielleicht muss ich dann nochmal gehen, also noch ein drittes Mal. Mal schauen. So, wie sieht es hier oben aus? Hier ist auch noch ein Schaf. Da hinten ist auch noch was. So, da kommen wir mit. Kommen wir mit. Nachzügler hier. Na? Du Nachzügler, du Blauer. Noch ein schwarzer Nachzügler. So, wunderbar. Und hier ist noch ein blauer Freund. Und ein weißer. Und jetzt kommen sie alle wieder an hier. Kommt mit. Naja, wenn ihr alle durchkommt, dann kommt hier hoch. Ich warte auch auf euch. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen langsamer als eben. Aber so an manchen Stellen muss ich dann doch etwas zügiger gehen. So, oder nicht falsch laufen, sondern hier rum. So, kommt her. Ein gelbes. Na, ja, nur ein gelbes. Ah ja. Hatte doch dann noch eins gesehen vorhin. Mein Gott, es sind doch noch eine ganze Menge hier. So, kommt hoch. Das Getrappel ist der Wahnsinn hier.
diesen Hufen. So, einfach hier rein. Ja, rein da. Ups. So, jetzt bin ich selber in meine eigene Falle geplatzt. Hier, geplatscht. Das. Ihr müsst aber auch noch alle mitkommen hier, Leute. So geht das aber nicht. Kommt der hier? Schön mitkommen, ja. Und du kommst auch wieder zurück. Vielleicht sollte ich hier. Das war jetzt nichts. Das brauche ich noch. Vielleicht sollte ich hier mal noch so eine Stufe machen. So, so ist das besser. Wunderbar. Kommt, geht da rein hier. Kommt hier. Wunderbar. So, wie viel sind das jetzt hier? Das ist ein ganzer Haufen. So, ich werde mal hier noch ein bisschen locken mit Futter. Folgt mir. Berg hoch. Jawohl, schön umdrehen alle und mitschwimmen. Schwarz ist noch hinter mir. Ah, okay. Ist da hier noch ein rotes? Ja, das kommt auch noch mit. Wunderbar. Musik passt auch. Relativ lustig. So, wenn wir das geschafft haben, liebe Leute, das ist fantastisch hier. Ich glaube, ich gehe dann noch einmal und hole den Rest. Je nachdem, wie viele dann noch mitwollen. Hier bricht natürlich ein bisschen die Framerate ein, ist klar, bei diesem ganzen Gewusel. So, kommt her. Kommt, kommt. Hier, hier geht's runter. Hallo. Jawohl, und der Nächste. Hallo, hier. Hier bin ich. Hier ist euer Opa. Kommt, kommt, kommt. Schubst ihn schon runter. Jawohl, und der Nächste. Na, was habe ich jetzt gemacht? Okay, dann kommt ihr mal mit. Sind also wieder 7. Da sind schon 7, glaube ich. Ja, es wird voll. Es füllt sich hier langsam. Wunderbar, wunderbar. So, mal einen Blick auf die Karte. Man sieht noch nicht viel. So, aber was machst du denn da in der Ecke, hä? Okay, raus kommst du hier nicht mehr. Das ist auch in Ordnung. So, dann werde ich jetzt mal hier... Nein, du bleibst unten. Es ist doch wirklich zur Mäusemelken. Die Büchsen aus. Naja. Die wollen halt nicht in Gefangenschaft sein. Irgendwie versteht man das ja auch. Aber es geht ihnen doch gut. Ich werde sie nicht... Ich werde sie nicht abschlachten. Warum auch? Ich will ja nur ihre Wolle haben. So. Gehen wir mal runter. Wie viel haben wir da noch? Das sind noch etliche Weiße. Hier sind noch ein paar. Okay, das ist ganz in Ordnung soweit. Ja, die stehen ein bisschen ungünstig. Ihr habt euch hier oben hin gerettet. So, dann wollen wir mal sehen. Jetzt kommt der dritte Durchgang. Und ich glaube, das war's dann. Da
dann haben wir genug. Selbst wenn wir nicht alle mit haben. Erstmal wieder einen Schluck aus der Pulle. Ach, ich habe meine Pillen noch gar nicht genommen hier, ey. Nein, ich sag nicht, was für Pillen. Das fällt unter die ärztliche Schweigepflicht. So, machen wir hier so halb oder viertel Pillen sind das. So. Haben wir hier noch welche? Das sind Kraken. Kraken interessieren mich nicht. Und hier oben ist jetzt alles verwaist, bis auf ein einsames Schaf. Diese ganzen Dinger können wir dann auch abräumen. Hier diese ganzen Gatter. Den Weg lassen wir ruhig. Er stört ja nicht. Die Gatter können wir vielleicht woanders für gebrauchen. Oder lassen wir es auch erstmal da, stören ja nicht. Also wenn ich welche brauche, dann weiß ich ja, wo ich sie finden kann. So, komm mit Schwarzes. Mein kleines Schwarzes. Komm, hier ist der Aufgang. Jawohl. So, jetzt gehen wir zu deinen Brüdern und Schwestern. Mal sehen, wie viel ich jetzt hochkriege beim dritten Durchgang. Wenn es wieder 7 sind, dann haben wir knapp über 20. Das ist schon mal in Ordnung. Wir haben ja auch nicht ein allzu großes. Ah, eine Stunde ist rum. Mehr als eine Stunde. So, Geld brauche ich noch. Also du musst auf jeden Fall mitkommen da. We celebrate. Wir feiern und freuen uns über diese vielen Schafe hier. Alle rein da. Los, du auch gelber. Und du gehst da auch mit rein. Oh, wie kommt ihr denn da raus? Gehst du da unten hin? Wisst ihr, manchmal muss man es doch ein bisschen breiter machen hier. So, du gehst da auch rein. Hopsa. Okay, ich fahre jetzt mal, ohne die Maus zu betätigen, mit euch hoch, liebe Schafe. Das Wichtige ist, dass die Gelbe da mitkommt. Ja, wunderbar. So habe ich mir das gedacht. Dann können wir mit dem Gebäude anfangen. Aber das werde ich heute in dieser Aufnahmesession nicht mehr machen. Es ging mir jetzt also nur darum, die Schafe hochzutreiben oder hochzuspülen und euch mal eine interessante Alternative zu geben für einen Aufstieg auf den Berg. Na? Wie gesagt, How to do oder Tutorial bei irgendwo bei den Porkchop Media Freaks. So, kommt ihr wohl alle hierher? Hallo? Das war immer noch zu niedrig da, ne? Okay, dann werde ich euch gleich mal so einsammeln. So, wo seid ihr? Kommt, kommt, kommt. Kommt hier runter. Ich tue euch nichts. Hier. So, komm du auch. Wunderbar. Einmal hier runterspringen. Komm, komm hierher. Komm. Komm, Pussy, Pussy, Pussy. Pussy Cat. Pussy Schaf. So, kommt her, alle hier rüber. In euren lieben Stall hier hinein. Aber jetzt macht bitte keine Räuberleiter oder was, ja, dass ihr euch hier rausgrabt irgendwie oder unten durchbuddelt. So. Jawohl, komm runter. Noch jemand? Noch jemand ohne Fahrschein. Machen wir das
erstmal so rum. Das geht schneller. Sind hier noch Schafe? Da ist noch ein Schaf. Hier ist auch noch ein Schaf. Hallo Schaf, komm her, komm. Was ist los mit dir? Warum guckst du mich nicht an? Guck mal, ich habe hier schön, schönes Getreide für dich, liebes Schaf. Schaf, guck. 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 Komm. Wunderbar, Schaf. So, komm her. Komm, Schaf. Du sollst doch hier reinspringen, du Knallkopf. So. Okay, ist ja schon ganz schön voll hier. Da kommt auch noch mein gelbes runtergefallen und noch ein schwarzes. Ja, sie werden jetzt aus dem Kanal natürlich immer hier hochgespült und guck mal, wie viel da noch im Kanal sind. Ansonsten ich noch den Kanal voll hier. Ne, eins ist nur noch da. Sehr schön. So, das haben wir doch schon mal wunderbar gemacht. Mal gucken, wie das hier unten aussieht. Hier ist nichts mehr. Ne. Man hat also echt Schwierigkeiten, gegen die Strömung anzukommen. Das ist also eine sehr effektive Möglichkeit. So, runtergeschubst. Ne. Eine sehr effektive Möglichkeit hier Transporte zu machen. So, wie viel haben wir denn überhaupt? Ich glaube, das reicht, ne? An Schafen. Ich kann ja so viele Schafe hier noch gar nicht unterbringen. Hier sind es also 7 Schafe. Mal durchzählen. 11 Schafe. Hier sind wir bei... Ja, wir haben so ungefähr 20. Wunderbar. So, dann machen wir mal das Schafsgehege erstmal weiter. Das mache ich jetzt noch in dieser Aufnahme. Und zwar wollte ich das aus Glas machen zum Tal hin, dass man hier keine Mauer hat, da oben hin. Ich brauche sowieso noch Glas für diese zersprengte Hoteltür. Für den zersprengten Hoteleingang, wollte ich sagen. Glas. Glas war hier, ne? Richtig, genau. Glas. Und dann brauchen wir... machen wir das mal mit diesem schönen Steinziegel. Das sieht recht ordentlich aus. So, dann haben wir... Da brauchen wir nämlich keine Zäune, da bei den Zäunen, da haben die doch immer das Problem, diese Schafe, oder ich habe das Problem mit den Schafen, wenn sie sich dann nämlich rausbohren aus dem Stall. So. Okay, Sandstein. Wo sind sie? Steinziegel, Steinziegel. Genau, und da ist noch das Glas. Sehr schön. Und dann geht es mal los. Oder lege ich mich erstmal hin. Ich meine, ich bin zwar auch friedlich, aber nachts soll man trotzdem schlafen. Ne? Nachdem wir die letzte Nacht durchgemacht haben. So, liebe Minecraft-Freunde, hier jetzt in dieser Aufnahmesession haben wir bisher unsere Schafe hier hochgeholt auf den Berg in einer
Falls, ich hoffe, ihr habt euch gefreut über diese Aufnahmesession. Denn der Transport hier hoch war ja doch etwas ungewöhnlich. Das gebt ihr doch hoffentlich zu. So, jetzt werde ich hier mal wie weit machen wir denn dieses Schafsgehege? Machen wir das bis hier noch ein bisschen raus oder wie? Ist schon wieder kaputt, ich habe nichts mehr gemacht. Okay, dann müssen wir halt jetzt hier mit der Hand arbeiten. Alles Handarbeit. Hier wird dann Steinziegel. Ich sollte mir vielleicht doch noch eine Schippe machen. Ja, es geht. Noch mal ein bisschen mehr Zeit hier. Oder? Nee, ich mach mir doch noch eine. Das, ich muss ja dann noch aushöhlen da innen drin. Da brauchen wir doch noch eine Schippe. Ich glaube, ja, vielleicht haben wir auch noch eine Schippe. Vielleicht haben wir noch eine Schippe im Vorratsraum. Mal schauen, unter den Werkzeugen. Die jetzt hier, ich mag die Schilder gar nicht. Ich weiß eh, wo alles ist hier. Nee, haben wir nicht. Okay, dann machen wir uns noch so zweimal so eine Schippe aus Stein. Eine Steinschippe, okay, das reicht für meine Zwecke. So, liebe Schafe. Ja, ihr müsst ja dann auch noch so ein bisschen Wasser bekommen da. So, das wird die Schafsgehege-Umrandung werden hier. Erde, ja, genau. Das sind wir ein zu weit hier. Mit der Ausbuddelei. Und dann machen wir hier noch zwei rüber. Und dann geht das so und jetzt kommt das Glas zum Tragen. Denn hier sollen ja die Schafe auch. Ich meine, ich bin ja doch ein sehr netter Schafshirte oder Schafzüchter. Denn wir gönnen den Schafen eine richtig schöne Aussicht hier. Indem wir hier nämlich alles mit Glas an dieser Stelle zubauen und kein Beton oder kein Stein dahin. Hat auch den Vorteil, dass ich dann von meinem Haus dann aus, ne, von dem Landwirtschaftshaus, von dem Bauernhaus oder wie auch immer. So, das reicht. Ab hier können wir wieder Stein nehmen. Dass ich dann von meinem Bauernhaus auch schön gucken kann. Da sind wir bei den Schafen schon. Nein, ihr sollt hier nicht raus, ihr Blödmänner. Ja, jetzt ist mir das eine entwischt. Na gut. Die sind aber wirklich sehr, sehr freiheitsliebend. Das muss man schon sagen. Dabei habt ihr doch so ein schönes großes Gehege hier, Leute. Ja, oder? Ist euch das noch zu klein?
unten abgraben. So, guckt mal hier. Könnt ihr doch schön gucken, hier rausgucken. Seid ihr verrückt geworden? Nee, jetzt rennen die alle außen rum. Ihr sollt im Gehege bleiben, ihr Blödmänner. Ich dachte, das 2 hoch würde ausreichen hier. Aber anscheinend nicht. Okay, dann wollen wir das mal so machen. Ihr kommt sowieso gleich wieder rein, von freiwillig, wenn ich euch hier Futter hin hatte. Hallo, kommt, 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 kommt. Und kommt, 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 kommt. Und schnell, jawoll, brav. So, wo sind die anderen? Na, das ist doch schon mal sehr schön. Da oben war noch eins. Kommst du hier rein? Komm. Komm, mein Mäuschen. Da ist er wohl schon reingesprungen. So, jetzt wollen wir hier mal nochmal weiter ausbuddeln. Nein, ich habe jetzt nichts für euch, sondern das ist hier nur... Werde ich mal zumachen. Hier sind ja auch noch welche. Kommen die hier raus? Nee, ne? Ihr bleibt hier schön drin. Wunderbar. Alles klar. Ja. Leute, dann war's das. Hier. Wir haben also in dieser Aufnahmesession die Schafe hier hochgebracht. Nicht alle, aber einen großen Teil, und das reicht, dass wir hier die Zucht hier oben weiterführen können. Wir haben jetzt hier einen schönen Schafstall mit einer Mauer umgeben, wie sich das gehört. Für richtige alte Bauernhöfe, die haben ja vielfach, na, wo ist denn das, in Irland oder wo auch immer, wo man dann so, oder auch in Schleswig-Holstein, wo man die Ställe oder die Weiden dann hier mit Steinen eingefasst hat. Ne? Ist recht. Achso, ich will euch noch ein bisschen Licht geben hier. Weil wir ja in der nächsten Aufnahmesession dann wieder auf Full Speed schalten. Also bei den... Da passt nichts dran ans Glas. Auf... auf schwer schalten, wollte ich sagen. So, und bitte nicht die Fackeln abfressen, ja. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich werde mal hier versuchen rauszukommen. So, wunderbar. Ich könnte mir eine Leiter machen, da käme man sowieso mal raus. Ich bin ja auch ein Trollo. Okay, wunderbar. Alles klar. Und es wird schon wieder dämmerig. Das ist sehr gut. Da kann ich nämlich gleich ins Bett gehen. Und euch dann bei der nächsten Aufnahmesession, bei Beginn der nächsten Aufnahmesession, an der richtigen Stelle begrüßen. Das sieht auch hier oben sehr schön aus auf der Karte. Ja, damit haben wir hier oben erst einmal die Schafe hingesetzt. Wir können dann hier das Hauptgebäude, wie gesagt, hinsetzen. Das könnte durchaus bis hier hingehen. Hier weiß ich noch nicht, was ich hier mache. Auf jeden Fall wird hier das Hauptgebäude, also das Bauernhaus stehen. Das wird dann hier in einem Winkel hier rechts rüber gehen. Und zwar durchaus bis hier hinten hin. So, dass das vielleicht hier mit abschließt. Ja. Dann muss man mal sehen, wie wir das mit den Kühen machen und dem anderen Kram. Ich weiß, dass hier noch so eine Höhle um die Ecke ist.
hier unter dem Bauernhaus dann. Ist keine besonders dolle Höhle. Oder wollen wir jetzt mal nicht reingehen? Da warten wir mal, bis wir die... bis wir die Monster wieder anhaben. Und wir werden uns jetzt ins Bett begeben. Und ich bedanke mich bei euch. Es könnte der Fall sein, dass dieses die letzte Aufnahmesession vor der Umzugspause war. Wenn das so ist, bekommt ihr hier diese Karte zum Download. Wenn ich die neue Map, wenn ich noch eine Aufnahmesession machen werde, was durchaus sein kann, es sind ja noch 3 Wochen hin, und da ist sicher noch Platz für eine Aufnahmesession, vermute ich mal, falls ich Zeit dazu finde, dann fange ich schon mal mit dem Bauernhaus an und vielleicht auch mit der Inneneinrichtung des Hotels weitermachen. Ach ja, da müssen wir auch noch ein bisschen was reparieren von dem Creeper, genau. Und das können wir dann in der Session danach machen. Und wenn ich dann noch eine mache, dann wird dann die nächste Aufnahmesession diejenige sein, nach der ich dann die Map hochlade. So, heute mal, wie gesagt, mit einem anderen Texture-Pack. In der Beschreibung steht, welches Texture-Pack das ist. Und ja, das war's für heute. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Heute ist übrigens Amerika-Wahl. Vielleicht wissen Sie ja schon, wer das ist. Ich gucke gleich nochmal Nachrichten mitten in der Nacht hier. Und werde mich mal informieren, ob Barack oder mit gewonnen hat. Mit Barack oder ohne Barack. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Okay.